Von Medico International darf ich Sie hier virtuell in Empfang nehmen zu unserer Konferenz Die Rekonstruktion der Welt – Hilfe, Solidarität, Politik. Mein Name ist Anne Blum, ich bin die Vorsitzende des Vereins Medico International. Zunächst erstmal möchte ich Ihnen sagen, wie sehr wir uns freuen über das große Interesse an dieser Veranstaltung. Wir hatten im Vorfeld über 6.000 Anmeldungen und auch wenn wir wissen, dass nur ein Bruchteil später die einzelnen Themenkomplexe verfolgen wird, ist es doch für uns ein großer Erfolg zu sehen, auf welche Resonanz diese Themen stoßen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen bedanken, die viel Arbeit in die Vorbereitung und Durchführung der Konferenz gesteckt haben. Das sind natürlich alle Mitarbeiter von Medico, die die Themen vorbereitet haben. Das sind unsere Kooperationspartnerinnen, die werden wir hinterher auch noch nennen und sehen. Und natürlich auch die Technik vor und hinter der Bühne. Vielen Dank erstmal dafür. Bevor wir starten, würde ich gerne ein bisschen die Konferenz noch einordnen für Medico. Wir sind eine Hilfsorganisation, die es seit über 50 Jahren gibt. Und die tatkräftige Hilfe mit einer Vielzahl von Projekten in den unterschiedlichsten Regionen der Welt leistet. Und damit in einem immer wieder neu zu bestimmenden und neu zu überprüfenden emanzipatorischen Sinn konkret handeln will. Das ist ein hoher Anspruch und der kann nur gelingen, wenn Hilfe immer wieder hinterfragt wird. Deshalb begann Medico spätestens in den 80er Jahren, sich jenseits der praktischen Hilfe mit den Strukturen auseinanderzusetzen, die für das Elend der Welt verantwortlich sind. Denn, so paradox es klingen mag, Hilfe kann, auch wenn sie noch so dringend gebraucht wird, die Zustände zementieren, vor denen sie eigentlich retten soll. Wenn also Hilfe sich nicht damit begnügen will, als Deckmantel Not abzufedern, dann muss sie sich gewissermaßen ins Handgemenge begeben, das heißt, in die Auseinandersetzung mit den Elend verursachenden und krankmachenden Verhältnissen. Denn das eigentliche Ziel muss ja sein, Hilfe endlich zu überwinden. In bisher 2 Konferenzen haben wir gemeinsam mit vielen Kooperationspartnerinnen damit begonnen, uns mit diesem Dilemma und Anspruch auseinanderzusetzen und Auswege daraus aufzuzeigen. 2003 mit Macht und Ohnmacht der Hilfe, Hilfe in Zeiten von Globalisierung und Krieg. Hier ging es um Entpolitisierung und Instrumentalisierung der Hilfe. 2014 mit Beyond Aid, von der Wohltätigkeit zur Solidarität. Die aufgeworfene große Frage war, welche Formen der Solidarität können in einer globalisierten Welt nachhaltige Veränderungen bewirken? Und nun folgt die 3. Konferenz, die Rekonstruktion der Welt, Hilfe, Solidarität, Politik. Was braucht es, um die Welt zu einem Ort zu machen, der für alle frei und gleich bewohnbar ist? All die mit den Konferenzen aufgeworfenen Fragen sind aktuell und haben einen konkreten Bezug. Der erste heutige Teil der Konferenz wird dies auch aufzeigen. Haiti, das ist der Themenkomplex, der als erstes folgt, zeigt paradigmatisch, wie politische Krisen in humanitäre Krisen umgedeutet werden. Diese haben in der Tat furchtbare humanitäre Notlagen zur Konsequenz, aber Hilfe muss bei karitativem Fehlverständnis scheitern. Das haben leider viele Hilfsprojekte nach dem verheerenden Erdbeben 2010 tragisch bewiesen. Ein zweites schreckliches Beispiel ist das inzwischen abgebrannte Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, wo durch Aufrufe zu wohltätiger Hilfe die schlimmsten Bedingungen im Lager verbessert werden sollten, aber weder werden und wurden Fluchtursachen klar benannt oder bekämpft, noch den Geflüchteten ihre grundlegendsten Rechte gewährt. Und natürlich bestimmt auch die Corona-Pandemie die Konferenz. Nicht nur, weil sie nochmal brutal aufzeigt, was Ungleichheit und Ausgrenzung anrichtet. Auch die Auseinandersetzung um die Impfstoffe, die fast ausschließlich den reichen Nationen zur Verfügung stehen, illustriert gut, welchen Unterschied ein radikal demokratisches Verständnis von Gesundheit und gerechter Ressourcenverteilung machen würde. Denn es ist ja völlig klar, dass eine solche Pandemie nur global und gemeinsam bewältigt werden kann. Denn Viren machen nicht vor den Grenzen von Nationalstaaten Halt. Deshalb sollten Impfstoffe und Medikamente als Güter des öffentlichen Gemeinwohls betrachtet werden. Das wird hier aber noch ein großes Thema sein und von verschiedener Seite beleuchtet werden. Wichtig ist mir zu zeigen, dass sich hier exemplarisch und ganz praktisch zeigt, ohne globales Denken und solidarisches Handeln lässt sich die Krise nicht bewältigen.
Und um dieses Denken in einem geweiteten Sinn soll es hier auf der Konferenz auch gehen. Auf einer ganz praktischen Ebene beeinflusst die Pandemie die Konferenz natürlich auch. Ursprünglich war alles so geplant wie die anderen beiden Konferenzen auch. Mit Rednern auf der Bühne, einem Publikum, mit Gesprächen in den Pausen und Arbeitsgruppen. Da hat nun die Pandemie einen Strich durchgemacht. Aber das digitale Format erweist sich auch als eine große Chance. Natürlich nur, wenn alles funktioniert, was wir natürlich sehr hoffen. Denn wir nutzen das Online-Format, um mit unseren Partnerinnen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt live zusammen und ins Gespräch zu kommen. Deren Teilnahme ermöglicht einen spannenden Perspektivwechsel aus dem globalen Süden in den globalen Norden und nicht nur immer umgedreht, wie wir es gewohnt sind. Damit das gelingt, haben wir auch Übersetzungen in Spanisch, Englisch und Französisch möglich gemacht. Glücklicherweise haben wir für dieses aufwendige Projekt auch Unterstützerinnen gefunden, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Ihnen möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich danken und Sie nochmal benennen. Das ist die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Fachbereich 3 der Frankfurter Goethe-Universität, das Institut für Sozialforschung, das International Institute of Political Murder und das European Center for Constitutional and Human Rights. Nochmal vielen Dank. Anne Jung, Gesundheitsreferentin und Leiterin unserer Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, wird nun im Anschluss noch etwas zu Thema und Ablauf der Konferenz sagen. Zuvor möchte ich aber noch etwas ganz anderes ansprechen. Was nie vergessen werden darf, der Kampf darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist in vielen Teilen der Welt lebensgefährlich. Immer wieder werden Menschen deswegen inhaftiert, gefoltert und umgebracht. Uns hat leider in den vergangenen Tagen die Nachricht vom Tod unseres langjährigen Partners und Freundes, dem libanesischen Journalisten und Verleger Lokman Slim, zutiefst erschüttert. Er wurde am 3. Februar ermordet. An dieser Stelle möchten wir auch seiner gedenken. Das illustriert leider auf sehr traurige Weise eindrücklich, wie sehr das aufklärerische Denken, dem wir uns ja hier auch auf der Konferenz verschreiben, in der Praxis gefürchtet wird. Zunächst aber möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und an Anne Jung weitergeben. Vielen Dank. Bevor wir nun mit unserem Programm fortfahren, möchten wir gerne in Gedenken an unseren langjährigen Partner Lokman Slim eine Gedenkminute einlegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo auch immer auf der Welt Sie sich gerade befinden. Ich bin Anne Jung, ich leite die Öffentlichkeitsabteilung von Medico International. Vor uns jetzt liegen 3 Tage, an denen wir nicht nur die miserable Lage der Welt besprechen möchten, sondern auch und vor allem Möglichkeiten zu ihrer Veränderung, zu ihrer Rekonstruktion aufzuweisen. Eine Rekonstruktion, die erste Hinweise gibt auf eine Welt als einen Ort, den zu bewohnen, ein Leben in Würde und frei von Leid, Ungerechtigkeit und Unterdrückung ermöglicht. Nicht zufällig haben wir die Rekonstruktion in Klammern gesetzt.
denn wir verstehen diesen Prozess ausdrücklich nicht als eine Rekonstruktion des Lebens vor der Pandemie. Denn diese Welt war schon lange vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie krank. Erinnern wir uns kurz zurück an die Tage und Wochen genau vor einem Jahr. Es dauerte nur ein Wimpernschlag, bis die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie in den arm gehaltenen Regionen der Welt sich ausbreiteten, noch lange bevor das Virus selbst dort ankam. Der Zusammenbruch der auf maximale Ausbeutung ausgerichteten Lieferketten sorgte in vielen Regionen der Welt bereits für Verelendung, lange bevor das Virus dort ankam. Millionen Textilarbeiterinnen verloren ihre Jobs. Schon im März letzten Jahres berichteten unsere Partnerinnen, dass sie das Schulgeld für ihre Kinder nicht mehr aufbringen können und kein Geld haben, selbst zu einem Arzt zu gehen, weil die Auftraggeber in Europa die bestellte Ware im Lockdown nicht mehr abholten und auch nicht mehr bezahlten. Ihr Ruf nach einem Schuldenerlass als Ausdruck eines globalen Aktes von Solidarität verhallt bis heute. Menschen auf der Flucht mussten ihre Suche nach sicheren Orten unterbrechen, mit häufig tödlichem Ausgang. Und denen, die schon in Auffanglagern im Zielland oder im Transit angekommen waren, werden zur Bedrohung erklärt, nicht etwa das Virus. Mit der Folge, dass medizinische Hilfe auch dann verweigert wird, wenn sie leicht verfügbar wäre. Wie in den Lagern auf den griechischen Inseln, von denen heute noch mehr zu hören sein wird. Das ist, wie die Medico-Kollegin Ramona Lenz gestern mit Blick auf die Lagerbedingungen auf Lesbos formulierte, nichts anderes als ein Verbrechen. Unzählige Menschen weltweit brauchten ihre kärglichen Ersparnisse auf, um ihr Überleben wenigstens für einige Wochen zu sichern. Wir sehen, das Virus trifft im Kapitalismus auf Weltverhältnisse, die so beschaffen sind, dass die Einhaltung der Schutzmaßnahmen für Millionen Menschen selbst zum Risiko wird. Kritische Stimmen wurden von Simbabwe über Nicaragua bis Sri Lanka unter dem Vorwand der Pandemieeindämmung zum Schweigen gebracht. Als beispielsweise hunderte nicaraguanische Ärztinnen im letzten Frühjahr ihre Regierung aufforderten, stärkere Schritte zur Einhaltung der Pandemie zu unternehmen, bezeichnete Vizepräsidentin Murillo sie als Außerirdische, die in anderen Galaxien leben. Sie leugnete die Gefahren und sie verweigerte jede Unterstützung. Auch die globalen Verwerfungen, auch das muss hier an dieser Stelle einfach mal klar ausgesprochen werden, lassen uns in diesen Zeiten bisweilen verzweifeln und sprachlos werden. Ja, diese Pandemie ist eine globale Erfahrung. Aber wir können doch nicht im Ernst die Augen verschließen vor der fundamentalen Unterschiedlichkeit dieser Erfahrung. In den reichen Ländern mit ihren immer noch starken Gesundheitssystemen und vielen Bürojobs ist ein Schutz vor dem Virus trotz aller Mängel und Isolation einfach zu gewährleisten und viel einfacher als in ärmeren Ländern, wo die Infrastruktur im Zuge neoliberaler Kürzungen sehr geschwächt ist. Der Schutz, den wir hierzulande in Anspruch nehmen können, wird zum Luxus und wir zu seinen Profiteurinnen. Das Virus macht uns eben nicht alle gleich. Es weist auf die Risse in unserer Weltgesellschaft hin. Diese Unterschiedlichkeit, diese Risse nicht wahrzunehmen, ist nicht nur unsolidarisch, es versperrt auch den Blick auf die Veränderbarkeit, auf mögliche Wege einer Rekonstruktion der Welt. Und die Covid-19-Pandemie offenbart die Notwendigkeit dieser Rekonstruktion in selten erlebter Dringlichkeit. Nichts macht das Projekt der globalen Ungleichheit so deutlich wie die Verteilungsungerechtigkeit des von uns allen so sehnsüchtig erwarteten Impfstoffs.
eine Verteilungsungerechtigkeit die Folge ist des politischen Egoismus und des Impfstoffkapitalismus der Industrienationen. Wir erleben gerade eine Jahrhundertgesundheitskrise, aber die Industriestaaten halten am Patentsystem und an der Kapitalisierung des Gesundheitswissens fest. Es waren Deutschland, Europa und mit ihnen fast alle Industrienationen, die durch intransparente Verträge dafür gesorgt haben, dass das Wissen, das in den Impfstoffen steckt, den Pharmaunternehmen gehört. Die Risiken wurden vergesellschaftet, die Gewinne privatisiert. BioNTech beispielsweise hat die Entwicklung des Impfstoffs zu über 80% aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die Gewinne jedoch gehen zu 100% an das Unternehmen. Die Industrienationen waren es auch, die den Unternehmen vertraglich die Entscheidungsmacht verliehen haben, wie, wo und in welcher Anzahl die Impfstoffe hergestellt werden und was sie kosten. Sie haben entschieden, dass die bestehende kapitalistische Ordnung gegen die fundamentalen Gesundheitsbedürfnisse der Menschen und gegen epidemiologische Notwendigkeiten der Eindämmung der Pandemie zu verteidigen, koste was es wolle, indem sie nämlich die Initiativen des globalen Südens zur Aussetzung des Patentrechts, zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation, einfach torpedieren. Die Folge ist eine künstliche Verknappung der Impfstoffe. Seien Sie ehrlich und sagen Sie, mein Volk zuerst, sagte die ehemalige ruandische Gesundheitsministerin kürzlich. Lügen Sie uns nicht an und sagen Sie nicht einfach, wir seien gleichberechtigt. Diese Impfstoffdebatte ist also paradigmatisch für den Zustand der Welt, der eben Gegenstand unserer Konferenz der nächsten 3 Tage ist. Hilfe, Solidarität, Politik lauten die Unterzeilen unserer Konferenz. Auf die Hilfe möchte ich noch kurz eingehen. Denn an die Stelle des Rechts auf den Zugang zu bestmöglicher Gesundheit, im Konkreten derzeit vor allen Dingen zum Impfstoff für alle, wird sozusagen die Hilfe in Stellung gebracht. Die an die Weltgesundheitsorganisation angedockte Initiative COVAX, die einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten soll, basiert lediglich auf freiwilligen Zuwendungen von Staaten und ist ein Zusammenschluss aus Ländern der Pharmaindustrie und von philanthropischen Stiftungen. Und abgesehen mal davon, dass bis heute nur ein Bruchteil der benötigten Mittel überhaupt eingegangen ist, wird diese Form der Hilfe überhaupt erst nötig durch die Verweigerung von verantwortlichem politischen Handeln. Die Hilfe legitimiert die Verweigerung von Menschenrechten. Wer handelt wie die Industrienationen, gibt die Bearbeitung der globalen Probleme auf und bedient sich der Hilfe quasi als eines schlecht sitzenden Pflasters, das, wie der Philosoph Theodor Adorno sagte, die sichtbaren Wundstellen der Gesellschaft planmäßig zukleben soll. Uns wird in diesen Tagen von der Pharmaindustrie und der Politik oft vorgeworfen, zu radikal zu sein, wenn wir sagen, dass Patente töten. Aber die Radikalität besteht doch darin, dass die Pharmaunternehmen und Regierungen Maßnahmen blockieren, die im Menschheitsinteresse liegen. Eine global gedachte Gesundheitspolitik kann nur funktionieren, wenn sie nach menschenrechtlichen Kriterien ausgerichtet ist und Patente auf essentielle Therapeutika, Diagnostika, Vakzine und andere medizinische Güter als globale Allmende denkt. Wem gehören die Patente? Wurde der Entdecker des Polio-Impfstoffs, Jonas Salk, Ende der 1950er Jahre gefragt. Er antwortete: Den Menschen. Darf man die Sonne patentieren?
und er gab das Patent auf den Impfstoff frei. Die Zeit ist also reif, uns ein neues System vorzustellen und gemeinsam aufzubauen, das nicht auf geistiges Eigentum, Monopole und Geheimhaltung basiert, sondern auf Ansätze für medizinische Forschung und Entwicklung, die von öffentlicher Gesundheit, Offenheit, Zusammenarbeit und gerechter Verteilung angetrieben werden. Die globale Gesundheitspolitik zu rekonstruieren, ist ein wesentlicher Beitrag. Aber das allein, das ist klar, wird nicht reichen. Und um viele weitere Facetten wird es auf dieser Konferenz gehen. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Die Diskussion der in der Hilfe gesammelten Welterfahrung spürt die Anfänge einer erneuerten Politik in den Praktiken der Solidarität auf. Diese Anfänge scheinen bereits auf. In den globalen Protesten für Klimagerechtigkeit, den transnationalen, feministischen und antirassistischen Bewegungen, den lokalen Aufständen für Demokratie, für Menschenrechte und ein würdiges Leben. Diese Kämpfe eint, dass sie verstanden werden, dass sie verstanden haben, dass es für uns alle, dass es für alle diese Krisen nur globale Lösungen geben kann. Sie fordern das Recht auf Rechte. Sie fordern eine globale Gerechtigkeit, die auch die erste Voraussetzung für den globalen Zustand zur Gesundheit ist und bleiben wird. In der Erfahrung der Hilfe zeigt sich das eindringlich in Haiti und auf Lesbos. Zwei Inseln, die exemplarisch stehen für das Ausgeschlossensein vom Recht auf Rechte. Deshalb fangen wir heute mit diesen Erfahrungen an. In den kommenden 3 Tagen wollen wir aufbauend auf den paradigmatischen Erfahrungen aus Moria und Haiti die Rekonstruktion der Welt denken, Fragen stellen, die wir in langen und häufigen Gesprächen mit unseren Kollegen hier im Haus, mit unseren Partnerinnen überall auf der Welt, mit den Referentinnen und mit den Mitveranstalterinnen, die bereits genannt wurden, entwickelt haben. Der Ausgangspunkt dieses Unterfangens ist unverrückbar. Das Verhältnis von Hilfe, Solidarität und Politik wird aus dem Verhältnis bestimmt, das wir uns alle in der Erklärung der Menschenrechte gegeben haben. Das Versprechen einer globalen und sozialen Ordnung, in der die alle Weltbewohnerinnen zugeerkannten Rechte voll verwirklicht werden. Ich wünsche uns allen in den kommenden Tagen gute Diskussionen und bedanke mich.